Vorsicht! Ich mach's im Platt, ich esse dein Ding auf. Dein auf. Ding mag er wohl. Ja, ich glaube. Ja, dein Ding sowieso. Ja. Ich sage euch eins. Wie geil. Hi Janosch, erstmal schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Urlaub auf Malle, wie war's denn? Naja, was auf Malle passiert, bleibt auf Malle. Ja. Gewonnen! Hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Hast du gar nicht mitgekriegt? Aber das Gegentor hätte gar nicht Not getan, oder? Hallo. Ja, was ist denn los hier? Hallo. Hi. Guten Tag. Stell dich doch mal vor. Grüß meine beiden Neffen, mein Bruder, ne? Ja. Schöne Grüße nach Berlin, ey. Mein Name ist Patrick Busse und ich grüße meine Mutter, meinen Vater und ganz besonders meine Eltern. Moin. Moin. Wollen wir noch über das Spiel reden? Ja. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Ist doch alles gesagt damit. enge Kiste. Enge Kiste. Ja, ja. Doch, finde ich auch. Warum haben Sie es so schwer getan? Freiburg stand tief. Ja, war ein bisschen anstrengend. War heute ein bisschen anstrengend, aber trotzdem. Diese Saison machen wir die Tore. Das ist einfach so. Ja, war super, ne? Also es war über beide Strecken war es ein sehr zerfahrenes Spiel. Ja. Aber am Endeffekt hat sich die stärkere Mannschaft durchgesetzt und jetzt sind wir auf Platz 6 wieder und das heißt, da kann man drauf aufbauen. Das Schuber! Du kannst jetzt ein Interview machen. Ja, du kannst ein Interview machen. Ich gebe eins. Warum haben sich die Bremer so schwer getan heute, die ersten Minuten, die ersten 60 Minuten? Ja, ich denke mal, dass sie gedacht haben, dass es zu Anfang ein bisschen leichter ist für sie. Leichtes Spiel gespielt und viele Fehlpässe. Festgestellt, dass sie nicht mehr so laufstark sind. Ja, haben Glück gehabt, dass sie das erste Ding schon mal reingemacht haben, das war ganz wichtig. Das zweite war super wichtig, weil sonst wäre es zum 1-1 gekommen. Sensationell wichtige drei Punkte heute. Mega. Also so geht's nach Europa. Die musst du heute mitnehmen. Haben wir gemacht. Auf geht's. Ich hätte definitiv gedacht, laut der Statistik natürlich, dass es ein etwas höherer oder einfacherer Sieg wird. Aber Respekt an die Freiburger, sie haben sich ganz schön vorbereitet und ja. Statistiken sind die lügen. Du bist ja zurück aus dem Urlaub. Ich tippe. Hier, da. Und jetzt werden wir Europapokal spielen, Leute. Ja? Ich sag's euch. Sicher? Ja. Ja? 100 Pro. Jetzt geht's erstmal um die komischen Münchner. Ja. Das werden wir wohl hinkriegen, oder? Ja, die lassen wir einfach links liegen. Lass uns auswärts verlieren, aber zu Hause, das Ding holen wir. Hast du denn überhaupt noch was vom Spiel mitgekriegt, wenn ich. Ja, klar, ey, das war nicht alles meine. Das war nicht alles meine. Also nicht alles, nein. Nur die Hälfte. Wir sind die Besten! Hier! Europa! Du, euch laden wir noch mal ein zum Fahrergarten, zu unserem Fanclub-Treffen, du. So oft wie wir da sind, ne? Wir sind die Besten hier. Ja, die Freiburger, die haben halt richtig gut verteidigt und wir hätten frühes Tor machen können, dann hätten wir auch richtig viele gemacht. Ja. So wird's dann eng. So, die besten Fanclub bei Werder sind die Däubels. Und jetzt in Bayern, ja. Da holen wir auch drei Punkte. Ja. Und in DFB, ne, da schlagen wir sie hier 5-4. 5-4? Ja. Alles klar, wir haben es im Kasten. Ja, schweres Spiel, aber glücklich gewonnen. Erste 10 Minuten waren gut, danach ein bisschen nachgelassen. Aber sonst denke ich am Ende verdient gewonnen. Ganz liebe Grüße auch noch an Nico, der ist krank zu Hause. Geben wir weiter. Ja, alles klar. Ich fand es ganz gut und also, dass Pizarro fast ein Tor gemacht hat. Ja, du geile Sau! Europapokal! Europapokal! Janosch, du wieder hier! Wo bist du? Wir haben dich vermisst! Beim Urlaub! Forza SVW, scheiß HSV und ich muss zwei Leute grüßen. Die sind die Kamera da rein. Einmal bitte Jonas Kleene, der heute auf einer Hochzeit ist. Und Philipp Hoeneß. Und Philipp Hoeneß. Ja. Philipp Hoeneß. Ja. Der heute seinen leichten Fuß kaputt hat, ne? Aber vieles war eben. Schade, dass ihr hier seid, aber wir haben euch im Herzen. Und Werder hat das heute gemacht. Und ja, Mann! Ich hab zu ihm gesagt, Gebre Selassie macht eine Bude nach der Ecke. Kopfballtor. Was ist passiert? Ich sag mal, im Pokal ist er jetzt ja ein Freilos im Halbfinale. Und von daher stehen die Chancen auf Europa sehr gut. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Einfach nur geil. Es war sicherlich nicht eins der besseren, sondern heute mal der schlechteren Spieler, aber wir haben Gott sei Dank gewonnen. Sie haben sich schwer getan, ne? Woran lag es am Anfang? Ich glaube, dass Freiburg spielerisch und läuferisch eine ganz tolle Mannschaft ist. Das hat man ja gesehen. Aber trotzdem, ich freue mich, dass Werder gewonnen hat. Freust du dich auch, dass Werder gewonnen hat? Ja, habe ich. Europapokal! 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 Ich bin ganz aufgeregt. Ich darf doch. Ja, mach du. Ja, weiß ich nicht. Lass mich aus dem Spiel. Ja. Ich will nicht in der Kamera. Gut. Mach.
Was hat dir besonders gut gefallen am Spiel? Die Tore. Wir hauen die Bayern aus dem Pokal raus. Ja. Malle Janne Holle! Europapokal! Malle Janne Holle! Auf jeden Fall wichtige drei Punkte jetzt. Ja, Mann! Und hoffentlich schlagen wir die Bayern im DFB-Pokal und dann fahren wir nach Berlin. Wenn man das Spiel heute gesehen hat, sind die Bayern zu schlagen? Zu Hause auf jeden Fall. In München können wir verlieren. Zu Hause gewinnen wir, unterschreibe ich. Wir machen das. Oh, das Spiel war sehr super gut. Also am Anfang, Werder hatte nur Ballbesitz, aber hat den Abschluss überhaupt nicht gesucht. Aber es war klar, dass Werder den ersten Führungstreffer macht. Wer ist Bayern? Wer ist Bayern? Wer ist Bayern? Hallo, wir sind Bremen. Pokal herrschen andere Gesetze. Auf jeden Fall, das gewinnen wir. Wir haben einen Gast aus der Schweiz. Aus der Schweiz? Ja, aus der Schweiz, das ja. Das ist Robert. Ja. Wir ziehen den Bayern die Lederhosen aus, oder? Ja, das machen wir. War richtig. Früher war ja immer Bayern und Werder im Europapokal. Deswegen die Sympathien zu Werder und zu Bayern. Ganz zu Bayern? Zu Bayern auch, ja. Was ist da schiefgelaufen? Das ist eine gute Frage, ja. Wenn ich von zu Hause aus mit dem Auto losfahre, dann bin ich schneller in München als in Bremen. Das ist das Problem. Aber die Sympathie liegt bei uns hier ja, oben. Ja, natürlich. Ne? Aber nicht hier. Die Bremer, die sind am schnellsten in Hamburg und trotzdem herrschen keine Sympathien. Also irgendwie die ist das. Den Bayern die ja. Lederhosen raus! Die Lederhosen raus! Die Lederhosen raus! Die den Bayern die Lederhosen raus! Genau, und wenn es später ist, und ihr müsst so weitermachen, ihr seid obergeil. Das machen wir. Du auch. Tschüss. Tito.